Die meisten Europäer sind mit Videoüberwachung CCTV vertraut. Videoüberwachung traditioneller Art funktioniert mit Kameras, die an öffentlichen Orten oder in Läden platziert werden und mit einem Kontrollraum verbunden werden, wo Sicherheitspersonal die Bildschirme überwacht. Intelligente Videoüberwachung nutzt digitale Kameras, die zugleich mit einem Computersystem und einem Kontrollraum verbunden sind. Das System analysiert die Bilder, die von den Kameras erfasst werden, und warnt das Sicherheitspersonal, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Je nach Konfiguration kann ein System mit intelligenter Videoüberwachung eingesetzt werden, um bestimmte Objekte zu identifizieren. Technische Entwickler arbeiten jetzt auch an Methoden, mit denen menschliches Verhalten verstanden werden kann. Rot steht für anormales Verhalten und mit Grün wird normales Verhalten aufgezeigt. Wir haben verschiedene Experten um ihre Meinung zu den Vorzügen und Nachteilen intelligenter Videoüberwachungssysteme gefragt. In dieser Zeit der Sparmaßnahmen ist die Technik sicher nützlich, um die Kosten für das Risikomanagement niedriger zu halten. Natürlich gibt es für die Sicherheit nützliche Anwendungen. Und wenn man bestimmte Personen oder Gruppen von Menschen überwachen will, hat man mit intelligenter Videoüberwachung eine gute Möglichkeit, alarmiert zu werden, wenn diese Personen sich in einer bestimmten Gegend aufhalten. So kann etwa erkannt werden, ob wir eine Person schon einmal erfasst haben, wo sie war und wohin sie geht. Und vielleicht können auch ihre Gesten und ihr Verhalten erfasst werden, um ein wenig mehr über ihre Absichten verstehen zu können. Extremisten wird es immer geben. Ich behaupte nicht, dass intelligente Überwachungssysteme dies verhindern können, aber dennoch bieten sie den für die Sicherheit öffentlicher Plätze verantwortlichen Einrichtungen bessere Chancen, zurückgelassene Pakete zu erkennen oder auch außergewöhnliches Verhalten, welches von Ausspähen von Örtlichkeiten hinweist, noch bevor eine Tat begangen wird. Es ist leider so, dass Technologien unter bestimmten Bedingungen ganz gut funktionieren, aber nicht unter allen Umständen. Intelligente Videoüberwachungssysteme können einige Besonderheiten in manchen Umgebungen identifizieren. Aber wenn wir ein wenig Sonnenschein dazufügen oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe, werden die Dinge etwas komplizierter. Allgemeine Überwachung hat nur wenig abschreckende Wirkung. Dafür erhöht sie die Unsicherheit der Leute, eben weil sie sich überwacht fühlen und sich fragen: Nun, wenn es hier Überwachungskameras gibt, heißt das, dass ich tatsächlich in Gefahr bin? Immer dort, wo eine Kamera installiert ist, gibt es ein Schild, das darauf hinweist, wer zuständig ist. Ich befürchte manchmal, dass wir das nicht besonders ernst nehmen. Ich glaube, Bürger sollten das Recht haben, die zuständige Person zu kontaktieren und zu fragen, was macht eigentlich dieses Kamerasystem hier? Die Polizei ist verpflichtet, Kameras so zu installieren, dass zum Beispiel nicht in Privathäuser hineingefilmt wird. Vielleicht brauchen wir einen Konsens darüber, was Privatsphäre bedeutet, was sie umfasst und wie man bestimmt, wo die Privatsphäre einer Person beginnt und die einer anderen aufhört. Ich glaube, dass legitimierte Behörden befähigt sein sollten, zu handeln. Aber sie sollten auch Rechenschaft ablegen müssen. Und es muss Einschränkungen bei ihrem Handeln geben. Das ist der sogenannte Rechtsstaat. Und man benötigt ein Parlament, das genau darauf achtet. Wir brauchen Medien, die sehr genau darauf Acht geben und nicht einfach sagen: Oh, aber wir müssen der Polizei vertrauen. Oh, wir müssen den Sicherheitsorganisationen vertrauen. Vertrauen, vielleicht ja, aber wir brauchen sehr viel mehr Kontrolle. Nun, wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, warum Kameras verwendet werden. Warum werden intelligente Überwachungskameras jetzt zunehmend von Strafverfolgungsbehörden und nationalen Regierungen in ganz Europa eingesetzt? In einem Land, wo es kein gut entwickeltes Rechtssystem zum Datenschutz gibt, könnten diese Informationen missbraucht werden. Leute, die sagen, sie hätten nichts verbrochen und wären deshalb wegen Überwachung nicht besorgt, sollten daran denken, wer es ist, der bestimmt, was untersucht wird. Es kann zum Beispiel die Polizei sein, die auf der Suche nach einem potenziellen Dieb ist. Genauso gut könnte es ein Unternehmen sein, dessen Aufgabe es ist, herauszufinden, wer zu lange Mittagspausen macht oder wer bestimmte medizinische Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Wie lange werden Bilder gespeichert und was sind eigentlich die Qualifikationen der Personen, die dieses System bedienen?
In vielen Teilen der EU wird dies klar verstanden und das sind gute Nachrichten. Aber ich denke, dass ein bestimmtes Ausmaß von Transparenz sehr gut ist, um das Vertrauen der Bürger zu stärken. Sie sollten das Gefühl haben, dass die Kameras aus gutem Grund da sind und tatsächlich hilfreich sind und nicht ihre beabsichtigten Aktivitäten einschränken wollen. Sicherheitstechnologien können Vorteile mit sich bringen, aber man muss immer die Umstände und die Gründe, warum sie eingesetzt werden, berücksichtigen. Es sollte in Betracht gezogen werden, wie viel sie kosten und ob sie aus technischer Sicht funktionieren. Welche Auswirkungen haben sie? Zum Beispiel in Hinblick auf den Datenschutz oder auf Menschenrechtsfragen. Auch eine einfache, praktische Frage: Wird mit dieser Technologie das Problem gelöst oder nicht? Und gibt es Alternativen, die diesen Zweck ebenso gut erfüllen könnten?